Alter, so kann das direkt losgehen hier, ey. Was habe ich denn da dran für einen Brocken? Kannst ja nicht ausdenken. Alter, es geht mal wieder hier hoch her. Am Wolchhofalm mit unnormalen Köderkombinationen. Alter. Schön auf klassische Haarmontage und dann hier auf die kleinen Dinger. Aber da ist irgendwas ganz anderes dran. Das ist auch kein kleine Dingen. Was haben wir denn da jetzt dran, ey? Ja, der Lümmel hat noch ein bisschen Bock. Ich sitze hier gerade schön entspannt bei meinem Kaffee. Ah, und da ballert mir so einer hier rein. Will ich gar nicht. Ich will so maximal die 800 Gramm Dinger. Vielleicht auch 1200, damit wäre ich auch noch zufrieden. Eine fette Güster, gerne auch als Super Trophy. Aber das hier ist aber hier, das ist aber mal anders wild. Was geht denn hier gerade auf die Köderkombi? So, jetzt haben wir ihn, glaube ich, geknackt. Jetzt haben wir ihn geknackt. Bremse nochmal ganz hart ans Limit gezogen, da kommt er an. Alter, was ist ein fetter A-Land, ey. Nee. Alter, 2,6 Kilo A-Land. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Nehme ich natürlich auch gerne mit. Ich nehme eigentlich alles mit, was jetzt hier ankommt. Und da zubbelt es weiter. Erstmal wieder raus damit. Ich glaube, jedem ist so einigermaßen bekannt, wo ich hier gerade stehe. Am Wolchhof. Ja. Die Stelle Nummer 1 für Z-Fische und Co. Aber eben auch eine super Stelle, um auf Güster zu gehen. Güster gerade anscheinend wieder ganz wild hier. Und wenn ich sowas sehe, dann werde ich natürlich immer ganz wild und probiere es direkt aus. Denn Güster macht eigentlich immer ganz gut Bock. Und kohlemäßig natürlich auch ganz praktisch. Gerade wenn die... Wenn die in der Gewichtsklasse hier sind, guck mal hier, nächster, 500 Gramm, schadet das nicht. Ich bin mir gerade noch nicht so ganz sicher, ob ich bei der Hakengröße bleibe, aber auf Set insgesamt gehen wir gleich ja nochmal detaillierter ein. Aber im Moment, wie gesagt, passt es schon ganz gut. Ich stehe jetzt hier 5 Minuten, beziehungsweise den ersten Fisch gerade getestet oder rausgeschmissen, die drei Routen zusammengebaut. Erster Biss, habe ich mir gedacht, alles klar. Köderkombi funktioniert, erster Fisch genau Zielfisch, schmeiß mal das Video an, da wird auch bestimmt was gehen. Also jetzt gerade erst hier frisch hingerannt an diese Stelle, falls noch nicht erkannt, das hier ist 71-100, immer wieder einfach hier diesen großen, dicken, fetten Stein im Blick nehmen, hinrennen und fertig. Und dann ist man hier in der Regel bei so circa 20 Meter, da ist so die häufigste Entfernung für sämtliche Fische. Das heißt, wenn du dich hier hinstellst mit deinem Feeder-Set-Start zum Beispiel, sag mal, du bist gerade Level 20 geworden, hey, hey, dann rennst du hier hin mit deinem Feeder-Set-Start und kannst hier zum Beispiel einfach kombinieren, was haben wir denn, hier ist das, ne? Karma Komfort, dann kombiniert man hier, wenn man die ganz normale Grundmontage zum Beispiel hat. Sowas wie einen 12er Haken, ganz klassisch. Wo ist er? Hier. Und dann geht er los. 12er Haken mit Borkenkäfer. Mistwurm kann man auch mal testen. Borkenkäfer, Kaster, Made, Zuckmücke testen, Köcherfliege testen, Steinfliege eher selten. Seealge immer mal wieder testen. Aber auch mal sowas wie Perlengraupe und Weizenkorn. Also das sind so die wichtigen, ja, die hier eher weniger. Aber das sind so die wichtigen Köder, die man hier immer mal wieder testen sollte. Alleine fürs Angeln auf diese sogenannten Z-Fische. Ne, also das ist die klassische Kombi. Und dann ein kleines Blei dran, ne, standardmäßig zusammengebaut. Und gar nicht viel Stress damit machen, denn da muss jetzt irgendwie nicht so viel Spöks mitgemacht werden. Dünne Schnur ist wichtig. Vielleicht ein dünnes Vorfach, gerne so in der Tragfähigkeit vom Vorfach von ungefähr 3-4 Kilo. Reicht völlig. Sehr dünnes Fluorocarbon
Und dementsprechend natürlich die Bremse runterstellen und dann Attacke hier auf Z-Fische. Oder auch mal gerne auf Güster. Wie gesagt, gerade Güster, wenn die in hoher Frequenz gehen, lohnt es sich. Und natürlich dann auch in den Größen. Und deswegen teste ich, also hier zuppelt ja gerade wieder was. Deswegen teste ich vielleicht doch gleich nochmal eine andere Hakengröße. Na, hat er sich schon entschieden. Jetzt zuppelt der nächste los. Ich habe halt jetzt gerade nur am Abend oder in der Nacht getestet. Ich bin sehr gespannt, wie es gleich am Tag abgeht. Ja, ist schon dran. Aber auch noch nicht so richtig groß. So. Auch wieder. Also schönes Gewicht. Also ich bin mit solchen Güstern komplett zufrieden. So darf die Güster sein. Diese kleinen hellen, die will man ja nicht. Aber wenn die so bräunlich gefärbt sind, mega gut. Ich baue hier mal eben um. Ich mache mal hier einen etwas größeren Haken dran. Und dann gehen wir auch direkt aufs Set ein. Ich gehe mal wirklich auf einen 6er Haken hier. Also so sieht das Set gerade aus bei mir. Winkelpicker-Routen, für mich einfach immer die Routen für kleine Fische. Wenn man irgendwann im Endgame keine anderen Sorgen mehr hat, kann man sich mal hier solche Winkelpicker gönnen. Ansonsten hier einfach hinstellen mit der Feeder-Route. Ich werde mir demnächst auch wieder normale Feeder-Routen kaufen. Hatte ich jetzt 4 Jahre lang nicht. Und jetzt werde ich mir mal wieder Feeder-Routen gönnen. Vernünftige, die ich dann auch immer als, ich sag mal, Standardrouten mit weiter verwende. Winkelpicker für die ganz kleinen Fische, Feederrouten für alles so in der Mittelklasse und Karpfen dann eben speziell auch nur noch für Karpfen und die ganz dicken Brocken. Und dann, ja, habe ich so alles. Eigentlich habe ich jetzt schon alles, was ich brauche, aber irgendwo muss ja die Kohle hin, ne? Also so zusammengebaut, klassische Haarmontage. Klassische Haarmontage eingestellt auf doppelsinkender Boilie. Und dann wird es ein bisschen wild. Hier muss man jetzt Crème Brûlée. Crème Brûlée raussuchen. Und Karamell. Und Crème Brûlée mit Accent Gu und Accent, oder wie das alles heißt, mit Sonderzeichen überm Ä. Kannst du halt hier reintippen, Creme, findest du nicht. Aber wenn du einfach 8 tippst, auch in der Suche beim Shop, wenn du einkaufen gehst, dann findest du die ganzen 8er Boilies und davon gibt es nicht so viele. Zum Beispiel Creme Brûlée ist ein 8er Boilie, ran damit. Und Karamell kriegt man gerade noch geschrieben, oder? Karamell, 8er Boilie, genauso. Sahnedip benutzen, raus damit. 20 Meter habe ich geklippt, jawollo, und gib ihm. So, zack, 20 Gramm Blei, oder nee, 40 Gramm Blei hier auf den Winkelpicker-Routen. Läuft. Von der Frequenz her bisher würde ich sagen, ist es okay. Es ist jetzt noch nicht der Burner. Es ist noch nicht der Oberburner. Ich habe auch 0 Futtermische drin, ne? Also ich gehe jetzt hier gerade blank rein, ohne eine Futtermische, ohne alles. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich nicht hier einfach mal Güsterfuttermische reinballern soll. Aber im Moment lüppt es so. Und solange das noch so lüppt, lasse ich das auch noch so. Warum soll ich das jetzt irgendwie... Warum soll ich jetzt den Spot verändern, manipulieren? Mit der Futtermische? Wenn er doch jetzt gerade funktioniert. Also lassen wir das erstmal so, wie es ist. Und es zuppelt schön vor sich hin. Frequenz ist okay, also wie gesagt, könnte ein bisschen mehr sein, aber ist schon okay. Und man könnte natürlich eine spezielle Futtermische anstellen. Wir können ja mal reingucken. Man kann ja schon mal so ein bisschen rumspinnen, da bimselt der nächste. Wo haben wir denn Original? Also Herangehensweise ist dann wieder wie folgt. Originalfuttermische, gemahlene Erbse, Zuckmückenlarve, Fliegenmade und Fenchel. Da haben wir natürlich jetzt nichts in Richtung Sahne oder Karamell drin, ne? Oder man nimmt diese Kombi und addet hier einfach nochmal Crème Brûlée, geschredderten Boilie und Karamell, geschredderten Boilie. Könnte man auch machen, ne? 2 Boilie-Arten schreddern und dann mit reinmachen. Aber wie gesagt, auch hier, wie gesagt, wenn man im Low-Level-Bereich ist und sowas alles noch gar nicht kann, man sieht, es lübt. Ohne Futtermische. Finde ich geil, ey.
Finde ich eigentlich noch besser, weil kostet weniger. Man muss ja nicht noch unbedingt irgendwie Silber ausgeben, um hier Futtermische reinzuballern. Wenn es auch so geht, ja, die will man natürlich nicht. Die schäbigen Kleinen, nee, die will man nicht. Ich meine, auch dafür gibt es immer mal wieder Kaffeeaufträge. Gerade am Windenbach und Co., da ist es dann okay, wenn man die fängt. Aber wir sind ja jetzt dann doch eher auf die dicken Brocken aus, oder? Mal so eine Trophy wäre schon mal nicht schlecht. Ja, und da zuppelt es natürlich auch direkt wieder los hier. Gar nicht verkehrt. Ich baller, glaube ich, einfach mal rein, oder? Auch wenn ich mir damit vielleicht den Spot wieder versau. Ich baller einfach mal rein. Also, wir schnappen uns jetzt hier mal. So, wir schnappen uns jetzt hier mal den Schredderer. Dann tun wir hier rein Creme Brûlée. Ich nehme hier die 18er Boilies, weil ich ja die 8er hier verwende und ich will jetzt nicht, wie viel sind es? 30 Stück oder sowas, zerschreddern. Genau, anfertigen. Jetzt haben wir Creme Brûlée als Schredder. 25 Stück werden geschreddert, genau. So, dann kommt hier Karamell rein. Karamell, auch hier dann nehme ich dann die 14er. Perfekt, 8er behalte ich. Schreddern. So, schön. Dann gucken wir nochmal eben rein. Wir brauchen als Basis, war es glaube ich gerade, was, Erbse? Erbse gemahlen, Zuckmücke, Fliege und Fenchel. Ziehen wir erstmal raus. Das ist ja eine wilde Kombination. Zuckmücke, Fliege und Fenchel. Und dann machen wir das Ganze hier. Dann machen wir hier das Ganze süß mit Sahne und Co. Ne, da muss ich weiter werfen. Süß mit Sahne und Co. Das ist natürlich ganz abgefahrener Scheiß. Ob das so eine gute Idee ist. Oder ich mache einfach einen Sahne, anstatt Fenchel mache ich da Sahne rein, oder? Macht, glaube ich, mehr Sinn, ey. Ich komme mir da sonst ein bisschen blöd vor. Weißt du, da machst du hier einen Sahnedip und alles und dann schmeißt du eine Futtermischerei mit Fenchel. Auf so eine Idee kannst du doch eigentlich nicht kommen. So. Also. Futtermische. Trockenmische haben wir. Mach ich Trockenmische? Oder soll ich da Futterkörbe machen? Da sind wieder Fragen über Fragen. Wenn ich jetzt Trockenmische mache, dann sagen alle wieder, ich kann noch kein PVA, ich kann noch keine Futtermische, keine Futterrakete. Ich mache einfach die Bällchen, oder? Na komm. Also, zack, wir nehmen ja eh die Erbse gemahlen. Dann hatten wir gesagt, hier Zuck- und Fliegenmade. Zuckmückenlarve und Fliegenmade. So, dann nehmen wir jetzt hier die, nicht Custer. Wo haben wir denn jetzt hier Crème Brûlée? Avec Crème Brûlée. Und Karamell. So. Das und das. Und jetzt hau ich hier aber die Sahne drauf, Alter. Ich hau hier die Sahne drauf. Kannst du ja auch nicht ausdenken, Alter. Mit Fenchel. Wie schmeckt denn Crème Brûlée mit Fenchel? Auf gar keinen Fall. So, das haben wir. Und das Ganze nennen wir jetzt hier Güster. Ich mach einfach die Sahne dazu. Plus Sahne. Das muss ja auch noch irgendwie alles mal schnell schreiben können. Anfertigen. Und ab dafür. So, einmal hergestellt. Futterbällchen. So, jetzt kann ich die natürlich auswerfen. 20 Meter. 20 Meter sollte auch ganz gut funktionieren. Ich trinke mal vorher noch mal ein bisschen was. Ah ne, Power brauche ich jetzt gleich. Und dann nehmen wir die hier mal eben raus. 20 Meter weit. Oder soll ich die ans... Nee, ich schmeiß die einfach raus. 20 Meter ist ja ziemlich genau die Entfernung, die man so wirft. Auf entspannt. Ich stehe jetzt ein bisschen weiter hinten. Güster hieß das Ganze. Güster. Da ist es. Güster plus Sahne. So. Dann gucken wir uns mal hier so ein Ziel aus.
Zack, maximal ausgeworfen. 1, 8, 9, 10. Immer die gleiche Entfernung. Schön jetzt hier mit maximalem Auswurf. Ich habe jetzt hier da hinten das Ding hier im Blick gehabt. Immer an die gleiche Stelle. So, und jetzt müssen wir natürlich gucken, ob das auch jetzt lübt. Und dann auch gleich beim Rauswerfen genau das gleiche Ziel natürlich haben. Dass wir da in die gleiche Area werfen. Güster lübt. Und ich hoffe, ich komme da hin. Bisschen weit links, bisschen weit rechts. Aber ungefähr die Area ist das noch. So, wieder ein bisschen absinken lassen. Stramm ziehen. Auf V1 war auch was. Und zwar hatte ich dann auch da unten den... Man sieht es jetzt an der Routenspitze da so ein bisschen den Schatten von der Brücke auch noch im Blick. Aber auch das... Oh, der ist jetzt ein bisschen weit links. Ich bin jetzt natürlich übelst gespannt, ne? Guck mal hier, auf der sofort bis. Gerade erst rausgeschmissen, aber nicht gehakt. Da war ich zu schnell. Auch wenn er schon runtergezogen war. Nochmal das Ganze. Hep. Ich weiß es nicht. Also normalerweise könnte man hier, glaube ich, auch mit der Futtermische im Korb rumhantieren. Aber ich glaube, so geht es auch. Güster läuft immer noch. Ja. Und so weiter und so weiter. Jetzt würde ich erstmal sagen, okay, ungefähr 5 Minuten mal ein bisschen warten, bis die Futtermische auch richtig angekommen ist. Sagen wir mal so 3 Minuten. Und dann gucken, ob das jetzt wirklich Ergebnis gebracht hat. Zumindest erster Eindruck ist, dass das nicht irgendwie großartig jetzt alles verscheucht hat. Das ist schon mal gut. Das ist ja immer das Risiko bei der Futtermische. Macht man den Spot damit komplett tot. Kriege ich mal größere oder kleinere Fische? Wenn ich das jetzt insoweit manipuliert habe, den Spot, dass jetzt die Kandidaten kommen, ja, dann wissen wir, Finger weg von der Futtermische, zumindest in der Kombination. Da ist vielleicht dann doch besser die gute alte Original-Standardmische. Und der nächste Kandidat. Eieieiei, wie er sich regelmäßig die Spots versaut, alter Falter. Wenn jetzt hier nicht gleich die Trophy reinrasselt, ne? Heia, dann kannst du es direkt knicken. Ah. Puh, immerhin wieder eine vernünftige Güster. Ja, also, so und so weiter. Ich teste jetzt hier nochmal ein bisschen, würde ich sagen, oder? Also die Frequenz ist ja nach wie vor da. Ich bin immer noch übelst zufrieden. Nur maßige Fische. Hallo? Nur maßige Fische? Na? Das ist doch nicht schlecht. 18 Fische in Folge, immer nur maßig. Kann sich doch sehen lassen. Übrigens, auf dem 6er-Haken gar keine gute Frequenz mehr, ne? Der 6er-Haken spielt schon die ganze Zeit nicht mehr mit. Heißt also, definitiv zu groß. Und den müssen wir nochmal auswerfen. Guck mal da, es geht wieder. Und wir landen in der Area, das war gut. Also, den nehmen wir nochmal raus. Den bauen wir wieder um. Auf einen 10er-Haken, auf einen 8er-Haken hatte ich jetzt gerade. 12er wird auch gehen. Ich hatte aber jetzt gerade die 8er, die haben ganz gut funktioniert. Achter mit Achter Boilie und 8 Meter weit raus. Ne, nicht ganz. Und so, 20 Meter weit raus. Ich glaube, 8 ist ganz, ganz gut hier. So. Ja, also es lübt, es zuppelt nach wie vor wieder hier los. Zack, hängt auch. Ich glaube, ich kann mich nicht beschweren. Man kann das, glaube ich, mit der Futtermische machen. Ob das jetzt hier wirklich der Burner ist, kann ich leider noch nicht sagen. Es sieht gerade nicht so richtig rosig aus, würde ich sagen. Vielleicht einfach, wenn testen, dann mit der Original-Futtermische mal testen, ob man da die Güster ein bisschen manipulieren kann. Wenn das natürlich jetzt eine fette Güster ist, wäre das nicht schlecht. Na? Ne.
Eine Schleie. 888er Güster hätte ich schon mitgenommen als Trophy. Alter, jetzt rasselt hier noch eine Schleie rein, ey. Ich werde ja weich. Aber es freut mich, das ist jetzt genau das Richtige. Ich werde mir gleich erstmal jetzt nochmal schön Käffchen machen. Schön entspannt in den Morgen weiter reinangeln. Also Petri, ihr Lümmels, gönnt euch mal schön Crème Brûlée avec Karamell. Und dann dazu lecker Käffchen und entspannt ein bisschen angeln. Wenn ihr das Ganze geholfen hat, gern Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren für mich. Mega. Bis zum nächsten Mal im Livestream oder im nächsten Video.